Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin, zurück zu Let's Play Dragon's Dogma. Ich wollte eigentlich heute gar nicht so lange aufnehmen, ich muss eigentlich auch bald mal was anderes machen. Aber es macht mir so viel Spaß. I'm on my way. Monsters arisen! Ready yourself! Einfach ein bisschen schießen, so lange bis sie brennen. Der brennt schon mal, das ist gut. Jede Menge von denen. Das kommt mir bald vor wie in Moria hier. Ist eigentlich noch jemand hinter mir? Was endet wo? Nein, bitte nicht. Shit. Was ist denn das da hinten? Ernsthaft? Könnt ihr mich verarschen? Ja, sicher. Wow. Alter! Was? Was? Was zum... Was? Warum? Bin ich hier wieder komplett falsch gelaufen? Ich schieße einfach mal ein bisschen, bis die Goblins kaputt sind. Schön hier bleiben. Ich schieße einfach ein bisschen, ne? Irgendwann sind die ja weg. Die K sitzt ja zum Glück nicht im Weg. Schön hier bleiben. Brauch nochmal Feuer. Brauch nochmal Feuer. Hat jemand Feuer für mich? Hallo? Monsters arisen. Ready yourself. I'll go at once. Very well. I'm on my way. Dieses komische Bettlaken kriegen wir noch nie kaputt. Komm, versuchen wir es mal so. Ich muss unbedingt mal neu skillen. Aufstieg! Oh. Hä? Very well. Gut, der brennt schon, das ist in Ordnung. Der auch. Bleib doch mal stehen. So. Das habe ich nicht haben wollen. Kommt er jetzt etwa hierher? Nee, oder? Der ist hinter mir! Ah! Ich bin erschrocken gerade. Jo, moin. Hey, komm mal her, ich habe noch was zu bereden mit dir. Laufbahn verbessert. Das bringt mir aber gerade nicht viel, wenn ich gleich wieder sterbe. Der teleportiert sich. Hört auf zu suchen. Ihr solltet angreifen. Ist der jetzt weg? Ist der abgehauen? Habe ich das überlebt? Kann ich auch auf dem anderen Platz speichern?
Hallo. Hey, ich muss die Folgen auch alle irgendwann mal hochladen. Ich habe heute schon die 6. Folge. So lange habe ich schon ewig nicht mehr aufgenommen. Aber es macht doch gerade unheimlich Spaß. Ein gutes Zeichen. Eine Kettenbundraube schon wieder. Umlett des Himmelsgeborenen. Himmelsboten. So, habe ich noch was hier irgendwo? Da ist noch eine Kiste. Da rennen wir hinterher. Hakendolche. Ja, ja, genau. Was ist das? Warte mal, geh mal in die Ausrüstung und prüf das mal gegen deinen eigenen Dolch. Die nehme ich. Ach, schön. So. Ein wirksamer Grünlattich. Was, Totschädel? Ich müsste ja irgendwann mal überladen sein. Ne? Och, das geht noch. Da geht noch was. Ich müsste mal ein paar Gegenstände transferieren. Nicht, dass ich dieses Bettlaken irgendwann noch besiegen muss. Das wäre ja ein Spaß. Das fremdländisches Messer. Kann ich das nochmal sehen? Wer hat das genommen? Hä? Ach so, das war dieses andere Messer, was man handeln kann. Noch tiefer rein. Ich will gar nicht noch tiefer rein. Geht's hier hin? Es gibt doch jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Ist ja furchtbar. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir sind. Ich werde mich hier so... Ich habe mich auch schon so verfranst. Ich hoffe, das ist eine Sackgasse. Finstergram Novum Stufe 1. Einige der Gegenstände auf der Insel Finstergram sind mit einem starken Fluch belegt und ihre Wirkung ist dadurch nicht erkennbar. Es gibt jemanden hier an der Bucht der Insel Eura. Sie kennt sich mit dem Aufheben von Flüchen aus. Ich möchte gerne einiges transferieren. Ich habe ja viel zu viel in der Tasche. Kann ich das dem DK geben? Kann ich das dem DK geben? Kann ich das dem DK? Kann ich das dem? Kann ich das? Was ist das? Eisernes Klingenblatt. Gehörte einst einem Waldschrat, wird zur Herstellung von Waffenrüstung verwendet. Gut, ich gebe das mal alles dem DK rüber, der kann ihn mehr tragen als ich. So. Ist das schwer? Mit einem mysteriösen Fluch belegter, bizarrer Gegenstand. Alles klar. Nimm die Bunthaube mal auch, die ist eh schwer. Wir müssen noch dringend zum Händler. Da. Das ist. Das mache ich ein andermal. Geht sie noch weiter hoch? Sieht nicht so aus. Aber hier liegt noch was. Natürlich. Silversphäre. Riftsplitter. Warum verdiene ich mir so viel Ruhm gerade? Ich weiß gar nicht, wofür ich die Ruhmpunkte... Achso, natürlich. Ich glaube, zum Skillen brauche ich die, oder? Die Ruhmpunkte. Kann ich mit F5 eigentlich speichern? Nein. Kann ich hier mal speichern. So, das sollte jetzt aber auch heute meine letzte Aufnahme werden. Habe ich echt schon 6 Folgen aufgenommen? Mein Gott. Ich will ja auch gar nicht so tief. Wie tief sind wir denn schon? Wir sind doch im Erdgeschoss. Ich will eigentlich wieder zurück. Es gab noch andere Wege. Und hier geht's nach rechts auch noch. Soll ich mal erstmal diesen Weg wählen? Ich habe gerade gespeichert. Ich schaue hier noch in die Ecke. What greater curse than immortality? What crueler torment? Than to live in this place devoid of all but despair. Durch diese Tür gehe ich noch nicht durch.
Aber wenn ich da durchgehe, wir gehen erstmal zurück, würde ich sagen. Beziehungsweise wir sehen uns hier oben noch etwas weiter um. Vielleicht können wir ja dieses komische Bettlaken doch noch irgendwie bekämpfen. Obwohl ich das eigentlich gar nicht will, ehrlich gesagt. Da geht's auch noch lang. Ich versuche hier nochmal mein Glück. Dort geht es nämlich aufwärts. Ist echt spannend gemacht. Mir gefällt das Spiel. Jetzt würde ich heute nicht schon 6 Folgen am Stück aufnehmen wollen. Oh, ist da ein Bogen? Nein, eine Schlange. Ja, wer denn jetzt? Ich erschrocken. Warum leuchtet er so komisch? Komme ich da runter? Will ich da runter? Ich glaube, da will ich nicht runter. Oh, schön. Leave this place. You've still the time to turn back. Still the time to live. Was? Speichern. Das ist eine Warnung. Ich sollte sie beherzigen. Oder bin ich naiv? Aber ich bin noch hier wieder oben, wo ich eigentlich hin muss. Oder sollte das der echte Weg sein, den ich ursprünglich gehen wollte, sollte und nicht gegangen bin? Der Mann, der dort sollte mich warnen davor, dass ich hier noch nicht hingehöre, weil hier so ein komischer Geist raus. Okay. Ah, jetzt bin ich oben. Auch gut. Cool, was man hier alles findet. Mann. Lazarus-Steine sind hirntätige Gegenstände, die euch selbst in jeden anderen wieder zum Leben erwecken können. Und jeder Lazarus-Stein ist wertvoll. Die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden. Sammelt genügend Splitter und sie werden sich von selbst zu einem kompletten Stein zusammensetzen. Komme ich da hinten auch rauf? Alles klar. Mein Gott. Kann jemand mitnehmen? Gut, mich mit. Das habe ich mitgenommen. Eine Flasche mit Öl. Es lohnt sich ja tatsächlich auch alles, das ist eine sehr hübsche Statue übrigens, alles mitzunehmen. So. Ich vermute mal, dass ich hier später auch noch weitermachen kann, auch wenn ich jetzt wieder zurückgehen wollte, sollte. Die Entscheidung lasse ich mir aber fürs nächste Mal. Ging es hier noch irgendwo hin? Nö. Da hoch? Was sollte ich dort oben wollen? Was war das? Was hat er gerade gefunden? Da ist nichts mehr. Was findet er da? Und woher vor allem? So. Oh. Da geht es runter, aber da war ich doch. Die Frage ist nur, warum die Kisten noch nicht gemacht sind. War mir wichtig. Ich werde erstmal versuchen, zurück zu Eura zu gehen. Ich habe nur noch 5 Minuten. Ist die Folge schon wieder vorbei? Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Verstehe. Lass mich mal auf die Karte schauen. Wie komme ich denn hier hin? Dahin? Das heißt, hier geht's nur noch nach draußen oder geht's hier noch woanders hin? In der Tat. Was war das denn gerade? Nichts. Gut. Dann gehen wir wieder raus.
Ui. Muss ich, kommen die Gegner denn jedes Mal wieder? Die Insel Finstergram. Wir reden mal mit Eura über diesen komischen, verfluchten Gegenstand, den wir gefunden haben. An Epitaph, perhaps. Es leckt ein bisschen. Hey, Eura. I am versed in the purification of cursed artifacts. Should you in your travels find such ensorcelled objects, pray, bring them to me. The procedure requires but a few rift crystals, and it is a service I would gladly tender. I shall aid you however I can. Ach so. Therein lies my own path forward. Laufbahn ändern? If there is aught I can do. Ach. Ach was, das geht auch? Magischer Bogenschütze. Ja, warte, dann gucke ich mir noch mal eins nochmal an. Kämpfer. Schwerterschilde, das möchte ich nicht machen. Streicher ist eigentlich gut. Da möchte ich erstmal eigentlich bleiben. Eigentlich, Klammer zu, eigentlich. Ich sag ja nochmal eigentlich. Ach so, mit diesen Fähigkeiten. Standardlaufbahn. Magier wollte ich eigentlich nicht machen. Ein Krieger. Im Prinzip ja, aber nein. Ach, für DK kann ich... Oh so, das könnte ich für ihn auch machen. Waldläufer. Fortgeschrittene Laufbahn. Waffen, Dolche, Langbögen. Seine Pfeile bringen den Tod. Ach, wieso kann ich das denn jetzt machen? Okay. Erzmagier. Nee, eigentlich nicht. Mystischer Ritter. Schwerter Streitkolben. Magische Schilde. Oh, nee. Assassine. Waffen, Schwerter, Dolche, Schild und Bögen. Im Prinzip ist das auch sehr cool. Meister der verstohlenen Angriff und vieler Waffen. Ein schöner Buckel. Magischer Bogenschütze, das ist, glaube ich, ganz cool. Magische Bögen. Aber wo soll ich so einen Bogen hernehmen? Dolche und Stäbe. Das wäre eigentlich cool, ne? Ach so. Konstanz hierfür bin ich hier auf einen Punkt zerschmettert, Gegner durch. Ach so, dann kann ich im Prinzip das machen. Schießt drei magische Pfeile auf einmal ab. Das möchte ich eigentlich tun. Möchte eigentlich magischer Bogenschütze werden. Aber was, wenn ich den jetzt auswähle? Ach, der hat andere Punkte gesammelt. Okay. Spezialist gegen jede Abwehr. Was spricht denn für den Krieger? Hätte er weniger... Ach so, die Ränge. Dafür sind die Ränge gut. Ich möchte trotzdem Dings magischer Bogenschütze werden. Wo kriege ich denn meine Disziplinpunkte eigentlich her? Ich glaube, die kriege ich genauso dafür, wofür ich auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen kann. Ich glaube, ich belese mich da nochmal, bevor ich jetzt eine Entscheidung treffe. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich werde mich nochmal belesen. Das steht mir eigentlich sehr gut zu Gesicht. Ich möchte magischer Bogenschütze, glaube ich, werden. Genau wie ich dem DK entweder mystischen... Wo war das denn? Ach, der kann gar nicht so viel. Okay. Eine Kombination kann er nicht machen. Er könnte höchstens noch Krieger werden. Das würde ich mir noch überlegen wollen. So einen richtigen Hau drauf, August, brauchen wir eigentlich noch. If there is aught I can do, say it. Ja. Kann ich noch was erlernen? Ach, das sind nämlich dieselben Punkte. Schau an. Ich bin da ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Wenn ich das jetzt... Oh, Spurt. Spurt ist auch schön. Was ist Spurt? Mit gezückter Klinge stürmt ihr auf den Gegner zu. Zusätzliche Kommandos bewirken weitere Angriffe. Das ist nett. Das ist echt nett. Ich glaube, mit steigendem Rang lerne ich auch mehr Fertigkeiten, die ich hier benutzen kann oder mir aussuchen darf. Genauso wie ihm hier, der braucht auch dringend mal was Neues. Das werde ich, glaube ich, offline mal ein bisschen herumsuchen und so. Eine Bereinigung auftragen. Können wir noch. 300 Ruhmpunkte nötig. Die Ruhmpunkte erhalten wir durch diese komischen Driftsplitter. Verflucht. Komm, wir machen das mal. Hartknolle. Ein Monat getrocknet, wurde bereinigt. Eine Hartknolle, die einen Monat getrocknet wurde, verzehrt sie, um die maximale Ausdauer eine Zeit lang ein wenig zu erhöhen. Toll. Die Zusammenfassung der Reinigung schließt. Ja,
gepeinigten Gegenstände wurden alle in euer Lager geschickt. Seht dort nach. Meine Liebe, ich möchte zurück nach Cassades. Oh, habt ihr gesehen? Wir haben jede Menge bekommen. Oh Gott. Wenn ihr des Nachts hier zurückkehrt, könnt ihr Ulra antreffen, die euch zur Insel Finstergram führen kann. Let us leave this place. Linger in the water over long, and the brine may come for you. All prepare to escort her arisen. Ach, du bist noch da. Cool. Huch, warum steige ich denn so viel auf? Seht mal, ich mache die ganze Zeit Aufstiege. Ah, cool. So. Dann werde ich sagen, gehe ich nochmal zum Lager zurück. Das kann ich aber eigentlich auch selber alleine machen. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen neues Zeug bekommen. Das ist sehr gut. Und wir können uns jetzt vielleicht neu ausrüsten oder was Neues kaufen, ein bisschen stärker machen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das nächste Mal die Reise mit Kina weiter fortzuführen. Ich denke nämlich, dass diese Geschichte mit Ulra, die Erweiterung ist. Ja. So. Ach, das kann ich auch so machen. Pass auf. Ich sag euch erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier weitergehen. Das mit Kina möchte ich gerne doch noch weiterführen und ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hoppla.